Alter, es ist endlich da. Mein Brot ist da. Und jetzt ist schon wieder alles scheiße, was scheiße sein kann. Weil mein Auto ist verreckt. Jetzt habe ich keine Anhängerkupplung, kann mit dem Anhänger fahren. Jetzt habe ich ein anderes Auto ohne Anhängerkupplung und ohne Anhänger. Und ich hoffe jetzt, dass der Karton nicht so groß ist und wir das da reinkriegen. Gell, Chief? Ja, ich werde jetzt die Tage aufbauen. Heute nicht mehr, weil es schon wieder ziemlich dunkel ist. Und ich muss es erst anmelden, damit ich es legal bewegen darf. Und wenn es soweit ist, seid auf jeden Fall dabei. Peace! Alter, ich dreh komplett durch. Vollgas! Vollgas! Ich krieg das Boot nie! Oh Mann, ey! Boot ist eingeladen. Ladung ist gesichert. Hund ist angeschnallt. Boot ist hinten drin. Vielleicht baue ich es doch noch auf heute. Muss mal schauen. Bin schon geil drauf. Da ist es. So, als nächstes ist das Boot drin. Und noch irgendein Flick-Set, schätze ich. Da war jetzt die Fußpumpe, Flickzeug und die Papiere drin. Ruder, Sitzbank. Und hier haben wir den Aluboden. Mache ein Video! So, der Aluboden ist jetzt drin. War ein bisschen geficke, weil keiner einen Plan hatte, wie es funktioniert. Luftkehl ist drunter, dann pumpen wir jetzt auf. Was sagst du? Gut so. Gut so. So sauber werde ich das Boot nie mehr sehen. Was sagst du? Das lassen wir jetzt ins Wasser und dann geht's. Hier sehen Sie ein Wesen namens Schilling. Kämpft mit dem Dornbusch. So, also, das Boot ist im Wasser. Wir haben jetzt hier den obligatorischen Bierkastenhalter als Tankhalter genommen heute. Die erste Fahrt wird mit 5 PS. Erst fahre ich mal alleine und dann fahren wir zu zweit. Ob wir zu zweit ins Gleiche kommen und danach kommen da 8 PS dran. Ja? Das ist halt Zweitaktqualität, ey. Alle Treckermotor. Machst du mal los? Mit dem Tank, das passt mir doch gar nicht, gell? Yeah.
So, also wir haben jetzt, ich bin jetzt allein mal gefahren mit 5 PS. Mit Leitfahrt komme ich klar. Mir kommt es allerdings nicht viel schneller vor wie mit dem Kolibri, mit dem Ladeboden mit 5 PS. Und jetzt sind wir mal zu zweit drauf und schauen wir mal, wie schnell wir jetzt sind. Oder ob wir überhaupt mit Leitfahrt kommen. Was der Glauben. Ich muss vielleicht auch mal dahinter hoffen. Alter. Du bist ein nasser Arsch? Ja. Spasti. Also wir bringen jetzt mal eine Tele. Ey, Kameramann, ich bin besoffen, sonst bin ich nicht quer. Sind bei den Hipster. Weil jeder Mr. Hook gerade einen nassen Arsch gekriegt hat. Von der Gleitaktion. Ja. So, und jetzt kommt dann der 8 PS dran. Jetzt sind wir gerade mit dem 5 PS gefahren da. Ich kann es auch kurz filmen. Wo ist der Tele? Alter! Das ist ein Motor auf dem Panzer oder was? Der Pumpball gut, ich flipp aus, ey. Oh Mann. Erste Mal ziehe geht er wo? Dienungsfehler. Wie wenn ein Metzger Brötle backen will. Ja. Ich kenne erst Start bei dem. Sind Sie schon geimpft? Ja. Bist du schon geimpft? Ich? Blöd. Bist du auch neutral? Also wir warten jetzt auf der ADAC. Motor geht nicht an. Mein Vollgas wird. Das soll ihr gar nicht machen. Aber jetzt ist es eigentlich.
ADAC vom Wasser war da oder läuft, wenn ihr noch ein bisschen mehr ziehen müsst, dann wäre rangegangen wahrscheinlich. Der Motor läuft, gell, falls ihr das hört. Jetzt haben wir eine kleine Probefahrt gemacht. Es geht schon mächtig ab, das Teil. Willst du auch noch einen Tee? Gern. Sehr schnell mal sind. Bitte. Ja? Also ich glaube 8 PS ist mal schon besser bedient wie 5 PS, vor allem zu zweit auch. Ich schätze mal, wir sind jetzt 25, 30 km vielleicht. Ich schätze mal, so gefahren. Zu schnell auf jeden Fall. Es war affenkalt, ist immer noch. Ich hoffe, wir können damit was anfangen, vergleichsmäßig. Und mir geht es eine Runde Fische.